Mein Name ist Kai, ich bin Immunologe aus Heidelberg. Ich war bis vor einigen Wochen als akademischer Rat tätig an der Universität Heidelberg, habe an der Unimedizin in Mannheim gearbeitet, bin seit 20 Jahren in der immunologischen Forschung und Lehre tätig, habe also vor allem in den letzten Jahren Medizinstudenten unterrichtet. Damit habe ich jetzt aufgehört. Ich bin raus aus der Universität. Ich bin betroffen von der bereichsbezogenen Impfpflicht. Das heißt, auch mir wurde ein Betretungsverbot angedroht. Ein Bußgeld von 2.500 Euro wurde mir angedroht. Das empfand ich als demütigend und als unangebracht. Und ich habe deshalb entschieden, dass ich da nicht weitermache. Neue Maßnahmen werden ja bereits angedroht. Der Herbst wird dunkel. Die Maskenpflicht über Lockdown bis zum Impfpflicht ab 60, alles wird uns wahrscheinlich wieder begleiten. Die Politik sagt uns, hinterfragt uns nicht. Wir schützen euch vor Viren, wir schützen euch vor dem Klimawandel, wir schützen euch vielleicht auch vor den Russen. Sie sagen uns auch, seid vernünftig, sonst schützen wir euch am Ende sogar für euch selbst. Vernünftig sein heißt für diese Politiker, wir sollen uns ruhig verhalten und nicht widersprechen. Das ist Demokratie im Jahr 2022. Aber das ist nicht unsere Vorstellung von Demokratie. Und es hat auch nichts mit Vernunft zu tun, Menschen einem gesundheitlichen Risiko auszusetzen. Es ist nicht vernünftig, Menschen ohne Beweis zur Gefahr zu erklären und ihnen Grundrechte und ihre Freiheiten zu entziehen. Es darf auch niemals mehr als vernünftig gelten, wenn Menschen diskriminiert werden, weil sie nicht gehorsam, sondern kritisch sind. Natürlich, auch eine Demokratie. Auch in einer Demokratie muss es Autoritäten geben. Aber autoritäres Handeln muss in einer Demokratie immer transparent sein und nachvollziehbar begründet werden. Als verantwortliche Bürger müssen wir uns in unserem Reden und Handeln immer zur Autorität positionieren. Der Verweis auf Anordnungen oder Verordnungen ist für einen mündigen Bürger niemals ausreichend. Denn niemand darf sich nur auf Autorität berufen, wenn es eigentlich um Fragen der Vernunft geht. Sonst werden wir zu Untertanen oder zu Mitläufern. In einer Demokratie hat keiner das Recht zu gehorchen. Ansonsten verkommt der Begriff der Demokratie zur hohlen Phrase, zur angenehm klingenden Begleitmusik für repressive Maßnahmen. Wer aber mit dem Verlust seiner sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen bedroht wird, wer Angst vor Repressionen oder dem Verlust seiner Grundrechte haben muss, weil er zögert, sich Anordnungen zu unterwerfen, der ist nicht wirklich frei. Und diejenigen, die Zensur betreiben, die uns unter Druck setzen und uns aus dem öffentlichen Raum fernhalten wollen, sind keine Demokraten. Diejenigen, die kritisch bleiben und auf ihre Grundrechte beharren, werden von Politik und Medien diskreditiert und diffamiert. Es seien eigentlich Egoisten, die Hass und Hetze verbreiten. Viele seien Rechtsradikale oder gar Demokratiefeinde. Sie hören nicht zu. Sie haben nur das Argument der Kontaktschuld. Das hatten wir aber auch in der Vergangenheit. Wir nannten das Sippenhaft. Ihr hört nicht zu. Wir werden zur Gefahr erklärt. Diskriminierung und Ausgrenzung hat in unserer Geschichte immer damit begonnen, dass man eine Gruppe zur Gefahr erklärt hat. Das ist heute leider nicht anders.
Wir werden zu einer Gefahr erklärt, eine Gefahr, die zu bekämpfen ist, am Ende mit allen Mitteln zu bekämpfen ist. Mit dieser Haltung verabschiedet man sich von der liberalen Demokratie. Deshalb ist es wichtig, dass wir den öffentlichen Raum nicht aufgeben. Deshalb ist es wichtig, uns weiterhin zu versammeln, auf den Straßen, auf den Marktplätzen und unseren Widerspruch laut und deutlich zu artikulieren. Dann sind wir tatsächlich eine Gefahr, aber nicht für die Gesundheit. Dann sind wir eine Gefahr für diejenigen, die unsere offene Gesellschaft und unsere Demokratie abschaffen wollen. Wir werden sehen, was der Herbst uns bringen wird. Möglicherweise werden viele von uns vor der Frage stehen, wie sie ihre Wohnungen heizen oder wie sie ihre Wohnungen behalten können. Vielleicht werden viele nicht wissen, wie sie Stromrechnungen oder Nahrungsmittel bezahlen sollen. Dann werden sich viele einer der wichtigsten Lehren unserer Geschichte erinnern. Es gibt immer auch persönliche Verantwortung. Und sehr viele, die jetzt noch Macht haben, werden sich verantworten müssen. Vielen Dank.